Hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Diesmal probieren wir meine Idee. Und meine super Idee, ich bin einfach so ein Genie, nicht? Damit herzlich willkommen zu einem neuen Part von Tomb Raider und Das gut, ne? Ah ja, so war's. Ich muss das Ding hier mal anschubsen. So. Und jetzt. Hat das fast geklappt. Aber eben nur fast. Aber immerhin fast, ne? Also ich denke, das funktioniert so. Anders kann ich mir das jetzt auch nicht vorstellen. Vielleicht können wir ja direkt hier raufsteigen. Wartet mal, wir probieren das mal. Nee, können wir nicht. Okay. Das hat super funktioniert. Wir probieren es einfach nochmal. Macht ja so viel Spaß. So, wir nehmen das jetzt hier mal so ins Schlepptau. Vielleicht funktioniert es ja doch. Wir probieren es nochmal. Okay, das hat nur einmal dann diesen Stoßmoment. Okay, wenn wir das von hier an... Ich glaube, das bringt da nicht so viel. Ich hoffe, wir haben noch genug Pfeile, sonst wäre das nicht so gut. Okay, den Sprung schaffe ich. Ja, super, super, schaffst du das. Aber so funktioniert das, denke ich mal. Das wird so funktionieren. Wir probieren es mal von hier. Ach komm, Lara, das ist jetzt nicht dein Ernst. Bringt das Ding uns um? Nö, tut es nicht. Wie spannend. Okay, ich muss doch von dort auch abspringen können, oder nicht? Das muss gehen. Wir haben noch zum Glück genug Pfeile. Nee, das ist dann einfach viel zu schnell. Vielleicht ist das hier wirklich nur eine Timing-Sache. Oder es ist keine Timing-Sache. Wir probieren das einfach. Wir probieren hier alles aus, weil irgendwas muss ja funktionieren. Und es hat definitiv sowas damit zu tun. Den Sprung schaffe ich. Ja. Okay, es hat damit zu tun. Ich war jetzt bloß zu verpeilt und zu doof, richtig abzuspringen. Aber wir haben es geschafft, ne? Also wir haben eine Lösung. Ich hab die bestimmt in einer Sekunde rausgefunden und ich brauche ja ewig. Ich bin einfach super gut in dem Spiel. Noch besser. Nein, die Evil Within ist einfach nicht zu toppen bei mir. Also, das ist unglaublich gut. Da bin ich unglaublich gut drin. Nicht? Okay, hoch hier. Nochmal das Ganze. Wenigstens funktioniert's. Okay. Können wir abspringen. Ah, wir haben es geschafft. Das ist gut. Oha. Die Sonnenköniginnen. Das Feuerritual, bei dem die Königin ihre Nachfolgerin bestimmt. Die auserwählte Priesterin betritt das Kloster. Sie erhält deine Macht und sie wird die neue Königin. Moment mal. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Gefäße. Es ist doch nicht die Macht, die sie übertragen. Es ist eine Seele. All diese Königinnen, sie waren... Du! Himiko! Erste und letzte. Oh Gott.
Und jetzt willst du Sam. Aber du kriegst sie nicht. Sam. Ein Gefäß für die Seele der Königin. Ich muss diesem Wahnsinn ein Ende bereiten. Oha. Ja, okay. Die Frage ist nur, wie machen wir das? Wenn jetzt Sam als Gefäß der Königin dient, also als Gefäß der Seele der Königin, inwiefern ist sie dann noch sie selbst? Oder hat sie noch freies Denken oder ist sie dann halt übernommen worden? Ganz komisch, ganz komisch. Wäre aber mal interessant zu wissen, so. Sonst geht's hier nur... Doch. Da hinten war aber noch was. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt zurückgehen sollte oder ob das hier Geheimweg ist. Nee, ich glaube, das ist der richtige Weg. Wir gehen nochmal zurück. Yay, macht das Spaß. Oh. Kann sie sprinten? Nee. Ich glaube nicht. Nee, sie kann nur schleichen. Oh, wie weit ist der Weg hier denn bitte? Yay. Wir springen einmal ein bisschen durch die Gegend. Ich glaube, das geht schneller, oder? Oder kommt mir das nur so vor? So. Und zwar war da nämlich noch was. So. Inwiefern bringt mir das jetzt was, die Frage? Ach so. Gut, es hat sehr viel gebracht, wie man sieht. Warte, es gibt hier zwei Eingänge. Ist das hier so eine Art Kreislauf? Wir können ja mal gucken. Und es ist... kein Kreislauf. Ich hoffe, das führt beides zum richtigen Weg. Oh, diese Gänge sind so unendlich lang. Ich weiß gar nicht, ob es mit Springen schneller geht. Ich mach's einfach mal. Ah, es ist schön, schön hier irgendwie. Noch ein Lager. Nee. Kein Zurück mehr. Heilige Passage. Nach diesem Lager ist schnelle Reise... Was? Schnelle Reise? Ich hab's nicht lesen können. Ah, wir können hier noch was upgraden, glaube ich. Hm. Ein großes Magazin, das zehn umfasst. Ja, es ist nicht schlecht. Ich frage mich bloß, wie viel wir jetzt noch kämpfen müssen, beziehungsweise wie lange das Spiel noch geht. Das würde mich mal echt interessieren. Zoom. Ja, wir lassen das einfach mal. Hier können wir bestimmt rein. So. Zikkurat der Königin. Kann ich auch mal zurückgehen? Nur mal so. Just for fun. Schrein an der Schlucht. Ah, hier habe ich nämlich noch was vergessen. Seht ihr mal. Eine Satsuma Porzellanvase. Wahrscheinlich frühe Edo-Periode. Aha, Edo-Periode. Habe ich schon immer gehört. Also habe ich weiß, was das ist, ne? Ihr nicht? Das ist ja komisch. Raus hier. Warum ist hier jetzt ganz plötzlich Schnee? Na gut, wir sind weit oben. Das kann gut sein, ja doch. Ja, ein schöner Palast. Wir probieren hier einfach mal durchzubrennen. Jetzt schützt es bestimmt ein, ich wette damit. Oder sie kommen dann durch das Feuer nicht. Nein, nein, bitte! Lava! Warum tun sie das, Matthias? Denkst du wirklich, du bist hier die Heldin, Lara? Bei mir ging es immer nur ums Überleben. Wie viele Leben hast du aus gleichem Grund genommen? Hier gibt es keine Helden. Du
sehr gefährlich, Matthias. Sie ist zornig und rachsüchtig und sie hat große Macht. Eine Sterbliche für eine Königin? Ein guter Preis für die Freiheit, wie ich finde. War irgendwie schon richtig. Wie viel hat Lara... Es muss einen anderen Weg nach oben geben. Wie viel Leben hat Lara fürs Überleben genommen? Das ist schon richtig. Warum hat sie denn jetzt aber nicht gekillt? Warum? Ich meine, sie hat so viele Menschen gekillt, hätte diese eine jetzt nicht sehr viel zur Sache getan, glaube ich. Ich lag ab da oben. Nee, nicht da oben. Warte mal, Kuh, wir haben ja Überlebensinstinkte. Das vergesse ich immer. Ach, da. So, daran und da. So. So. Ich frage mich echt, ob das jetzt hier langsam das Ende ist. Ich denke schon, Süß. Ich denke, es wären noch 5, 6 Parts. Wenn ich schlecht spiele, 7, 8, 9, 10. Vielleicht 10 ungefähr. Aber mehr kann ich mir da nicht mehr vorstellen. Ich meine, die haben ja jetzt endlich das Rätsel gelöst. Aber, ja. Das Rätsel haben wir jetzt gelöst, jetzt müssen wir nur noch die Sam befreien. Und das wird nicht mehr viel sein, denke ich mal. Warte mal, komm mal her, mein Freund. Was heißt mein Freund? Der muss ja hier nur... Mist. Dieser mistige Wind. Aber vielleicht können wir es so machen. Ich glaube, das wird funktionieren. Ja. Was habe ich mir beinahe gedacht? Okay, ich dachte gerade, wer ist das oder was ist das? Aber das hat ja so funktioniert. Einfach alles ein. Ja, der Weg ist vorbei. Okay. So. Ich meine, so funktioniert es auch. Oh, was hat diese Frau für ein Glück? Manchmal unverständlich. Ja, okay. So funktioniert es auch. Ich dachte, ich kann da hin. Ich meine, ich habe ja jetzt bestimmt nicht so viel Zeit, ne? So starte ich jetzt wieder. Okay, gut, dass es hier gespeichert hat. Finde ich sehr nett von dem Spiel. So, hier hoch. Schöne Zeitung übrigens. So, wo lang? Nach oben. Hier lang. Hey. Lara, Vorsicht. Die Mistkerle kommen in deine Richtung. Wir haben alles getan, um sie aufzuhalten. Danke, Reyes. Geh zum Boot. Wenn ich nicht zurückkomme. Wir werden nicht ohne dich fahren. Wir warten. Okay. Sehr nett von denen. Ich glaube, wir sollten jetzt ein bisschen rennen. Weil die Typen mehr kommen. Nicht gut, nicht gut. Oh, was für ein Finale. Ich glaube, das ist das Finale. Und wenn ja, dann ist das ein echt cooles Finale. Ja gut, aber egal, ob das Finale ist oder nicht. Wir machen hier erstmal an der Stelle Schluss. Und ich denke, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen dieses Partes. Und dass ihr dann auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und sonst würde ich euch jetzt noch einen schönen Tag wünschen. Was anderes kann ich gar nicht sagen. Ja, bis dahin vielleicht. Dann bis dann und ciao.